Moin Leute, Trimax hier. Der Sneak Peek Marathon beginnt wieder. Es werden jetzt für die nächsten Tage extrem viele Informationen und neue Sneak Peeks auf euch zukommen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um da nichts zu verpassen. Kommen wir gleich zum ersten. Dieses Video dreht sich jetzt hier nur um die Quests. Ich darf euch jetzt nur dieses Menü zeigen, mehr nicht, da es sonst noch wieder zu viel verraten würde. Die Quests, habe ich ja schon gesagt, sind einfach Aufgaben, die man bekommt für das ganze normale Ladder Play, die man erfüllen muss. Jeden Tag kommt eine Quest dazu. Man sammelt diese Quest-Punkte, dieses goldene Häkchen. Davon braucht man so und so viele und dann schaltet man immer wieder bessere Kisten frei. Hier brauchen wir jetzt zum Beispiel 50 Stück davon. Das heißt, wir würden alle drei Quests machen. Bekommen dafür 60 mal dieses Badge und dann haben wir schon eine Gold-Chest. Das würde man jetzt jeden Tag machen. Jeden Tag kommt eine Quest dazu. Jeden Tag macht man eine. Man kann maximal 4 davon aufstauen. Und dann sollte man es schaffen, oder dann schafft man es, innerhalb von einer Season eine Legendary oder eine Super Magical Chest komplett kostenlos dazu zu bekommen. Des Weiteren ist das auch der Ersatz für die Free Chests. Hier wird es diese Free Chests, die dann nicht mehr richtig free sind, wird man hier sich auch abholen können. Ich würde sagen, ich stelle das Ding jetzt einfach mal auf Deutsch und werde immer wieder die Quests aktualisieren, dass wir so ungefähr einen Eindruck dafür bekommen, was sind schwierige Quests und was sind so die leichtesten und wie viele Punkte gibt das Ganze. Also, erste Quest, Spielgebäude. Spielen ein Arena-Solo-Kampf, also das ist ganz normal Ladder Play, 30 mal eine Gebäudekarte. Und das ist schon so eine Sache, die kann ziemlich dauern. Wenn du wirklich tryhard-mäßig einen Spawner spielst oder was mit einem Grabstein oder mit einem Ofen, dauert es ziemlich lange, bis du 30 Gebäude gespielt hast. Dafür kriegst du natürlich auch eine Epic Card, aber das ist zum Beispiel eine, die dauert jetzt ein bisschen länger. Ist jetzt nicht sonderbar schwer, aber 30 Mal Gebäude spielen, ja, mit den drei Musketier-Cycle-Deck, mit den Pumpen geht das mega schnell, oder mit dem X-Bogen-Cycle-Deck, wo du teilweise 4 bis 5 Pumpen gleichzeitig auf dem Feld hast, da brauchst du dann nur 3, 4 Games machen, dann geht's klar. Aber okay, gucken wir mal, wie es weitergeht. Kampfsieger. Gewinne 10 normale Kämpfe, Duo-Kämpfe oder Herausforderungen. Das ist schon wieder sehr machbar und hat genau den gleichen Preis. Der nächste ist Spielzauber. Spiel in einem Arena-Solo-Kampf 50 mal eine Zauberkarte. Das Ding geht automatisch. Das kann man gar nicht verhindern. Die 50 Zauberkarten, die werden in 0, nichts einfach automatisch, egal welches Deck man spielt, benutzt. Okay, ich aktualisiere mal und dann gucken wir, was noch kommt. Obwohl, ich kann mal ganz kurz hier zeigen, wie die Dinger verschwinden. Du kannst nur eine Quest pro Tag wechseln. Achso, okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Spiel in einem Arena-Solo-Kampf 40 mal Karten mit der Seltenheit episch. Auch das ist recht easy. 40 Epic-Cards, das geht. Das geht ganz, ganz doll. Ja, das kriegt man auf jeden Fall hin. Okay, vor uns haben wir jetzt hier die nächsten drei Quests und hier sehen wir auch schon, hier haben wir die tägliche Quest, die Daily Quest, die wird immer und wieder kommen, immer und immer wieder kommen. Da werden dann auch unter einem bestimmten Beispiel die Free Chests eingeblendet, die man sich, glaube ich, alle 4 Stunden abholen kann. Also, hier sehen wir tägliche Quest, gut, ich habe jetzt hier mitgenommen, am ersten Tag 11 Karten, dann 5 Gems, 110 Gold, dafür muss man nichts machen, den muss man einfach nur mitnehmen. Zum Beispiel klicken wir jetzt hier einfach auf eine Epic Card und dann kriegen wir das Ding ganz easy. Und am 5. Tag kriegt man 5-mal eine seltene Karte. Dann haben wir hier Spieltruppen. Spiele in einem Arena-Solo-Kampf 80-mal eine Truppenkarte. Auch das wieder sehr machbar ist, sofort am Start. Das geht man wirklich sofort hin. Das geht man in wenigen Games hin. Und hier einmal Spiel billig. Spiel in einem Arena-Solo-Kampf 50-mal Karten, die höchstens 2 Elixier kosten. Auch hier kann man zum Beispiel einfach wieder ein super günstiges Cycle-Deck benutzen mit Zap, Skeletten, Eisgeist, Fledermäuse und so weiter. Cycle man wie verrückt durch, dann ist das ganz, ganz schnell. Da kriegt man schon wieder direkt 10 Gems für und 20-mal wieder diese goldenen Haken für den Progress, um die Kiste einzusammeln. So, schauen wir uns nochmal wieder drei neue an. Fangen wir unten an. Hier haben wir wieder die tägliche Quest. Da können wir einfach die Karte abholen. Das gibt auch immer wieder 5. Ich sehe es gerade 5-mal den Progress für die Goldtruhe. Das ist auf jeden Fall nice. Dann haben wir Combo-Quest. Gewinne einen Arena-Solo-Kampf 3-mal mit folgenden Karten in deinem Kampfdeck. Heilung und Koboldfass. Also diese Challenge oder diese Quest, das ist schon ein ganzes... Das ist ich glaube, bisher die schwerste. Da muss man Koboldfass und einen Heilzauber spielen und man muss das Ganze public machen. Das heißt, ihr seid gerade irgendwie am Trophäenrekord und müsst dann so ein Trolldeck spielen. Gibt natürlich auch ordentlich 740 Gold, das ist viel für einen Free-to-Play-Account und 20 mal wieder die Progresspunkte, das ist auf jeden Fall nice. Dann
Spiel Bomber. Spiel in einem Arena-Solokampf Bomber mal folgende Karte. Das ist, hä? Da haben wir einen Fehler im Developer-Account. Da müsste fünfmal oder zehnmal. Spiele in einer Arena-Solokampf Bomber mal folgende Karte Bomber. Ist das ein Insider? Check ich den nicht? Der muss doch zehnmal oder 15-mal oder 20-mal. 20-mal wäre es gewesen. Denke ich. Unten sieht man ja, wie weit das Ganze schon ist. Okay, 20-mal. Das ist einfach ein Fehler im Text. Habe ich gerade voll aus dem Konzept gebracht. Auch das ist dabei. Das ist die Frage: So ein Bomber, der ist zurzeit echt nicht so stark. Den muss man dann einfach mal public spielen und wird wahrscheinlich auch verlieren. Aber dafür kriegt man auch wieder 20 Rare Cards. Das ist. Ja, manche sind halt sehr machbar, manche sind halt überhaupt nicht machbar. Gerade wenn ich so dabei bin, einen neuen Trophäenrekord aufzustellen, wenn ich mit diesem Heilzauber-Koboldfass dreimal gewinne, während ich so hoch bin, wie ich nur kann in den Trophäen gerade, da droppe ich ja, was das Zeug hält. Da verliere ich ja. Wenn ich drei Siege habe, verliere ich bestimmt zehnmal. Also wenn ich wirklich gerade vorher mein Bestes gegeben habe. Das ist so ein bisschen fraglich. Die Quest würde ich persönlich jetzt auslassen. Wenn ihr eh casual unterwegs seid, kann man das machen. Einige Leute hatten die Befürchtung, dass man sich mit Absicht droppen lässt, damit man diese Quests leichter schafft. Das glaube ich nicht. Dafür lohnt sich die Belohnung einfach nicht. Damit man so viele Trophäen verliert, das macht keinen Sinn. Dafür würde ich mich jetzt nicht extra droppen lassen, aber für Spaß ist das natürlich eine geile Sache. Gar keine Frage. Okay, das soll es für diesen ersten Sneak Peek gewesen sein. Da kommt noch verdammt viel auf uns zu, also könnt ihr euch schon mal freuen. Und schreibt bitte eure Meinung zu dieses Quest-System in die Kommentare. Es interessiert mich, gerade wenn neue Sachen kommen, interessiert mich eure Meinung immer am meisten. Ich finde es ganz gut. Sowas wie jetzt hier mit Bomber oder Heil, Koboldfass, das ist nicht so nice. Aber hat sehr, sehr viele Vorteile, gerade für Free-to-Play-Spieler. Okay, das soll es heute gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Stream. Haut rein.